Mein Führer, wir haben ein Problem. Wir haben hier Straßensperren errichtet und versucht, sein Handy über GPS zu orten. Es ist aber scheinbar abgeschaltet. Sein Hammer wurde hier, hier und hier gesehen. Nun, er sollte nicht so schwierig zu finden sein. Er fährt schließlich diesen Pimmel auf Rädern. Mein Führer, also die Boote. Wir haben herausgefunden, dass sie nur geleast wurden, nicht gekauft, wie uns gesagt wurde. Jeder im Raum, der glaubt, ein Hammer sei ein angemessenes Firmenauto. Raus aus dem perfekten Zimmer! Unbeschissen, unglaublich, dieser verschissene Bastard! Grau niemals einem perfekten Deutschen, besonders nicht mit so viel Geld. Wie blöd denkt er, dass ich bin, so beschäftigt, beschissene Boote zu kaufen? Das ist die Mutter von Kedusches, kein perfektes Hammerautos! Oder ein Schrottplatzverbot mit kaputt getrieben. Schwein! Ich bin mir sicher, das ist eine plausible Erklärung. Erklärung, ich gebe Ihnen eine Aber ich Erklärung! bin sicher, das Geld war nur in seinem Konto untergebracht. Untergebracht, ich gebe ihm untergebracht! Wir wollten eine neue Weltordnung! Was zum Teufel geht hier ab? Wir sind das Dritte Reich, keine verschissene Hinterhofrobbe, ohne beschissene Worte! Wo zum Teufel soll ich jetzt tauchen gehen? Auf eine verkackte Schablon, der Verfall mit Deutschen! Nein, verfickt nochmal, danke! Wo sind meine verbissten Boote? Ich will mein eigenes Boot, wo ich vernünftiges Frühstück habe und Pfanne kochen, auf dem Rückweg nach Schlamm und keine vertrocknete Scheißblabbers! Ich bin gefickt, keine Boote. Und die Hochsaison geht bald los und wir sollten nun Geld verdienen und nicht wundern, wo es geblieben ist. Zeit verschwenden, nach einem hergelaufenen Deutsch zu suchen, der einen Hammer fährt. Mein beschissener Hammer! Und muss ich mit einem beschissenen Suzuki Karibi-Dings da fahren? Und kann Kriegsfuch genommen, Katapins durchfahren? Katapins! Ich hätte verboten von einem Mal, hätte niemand von euch verkehren jemals daran gedacht, die Bällchen zu umwerfen. Du bist halt ein Dummerchen. Wie schwierig kann es denn sein, eine Tauchbasis zu führen? Die Kunden zahlen das Geld. Man zahlt die Rechnungen und seine Angestellten. Und was überbleibt, das ist Gewinn. Was soll ich nur machen? Wenn ich rausgehe, wird man über mich lachen. Selbst dieser Tschetschke-Ficker hätte es besser gemacht. Es ist vorbei. Nehmt das geöffnete Schild ab und schaltet das Licht aus.